seid ihr wieder. Herzlich willkommen auf dem Kanal Jensis Welt, Mobile-Reportagen und mehr. Das ist Teil 2 dieses Spezials. Und jetzt geht's um meine Modellbahnanlage, also das Special, was ich euch versprochen hatte. Und dann würde ich mal sagen, da fangen wir jetzt mal damit an. Denn ich habe viel zu erklären, viel zu zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles zusammenkriege. Ich versuche es einfach. Aber wie gesagt, das Spezial besteht dann aus zwei Teilen, weil es einfach zu viel ist. Los geht's. Ja, Freunde. Das ist das erste Video, wo ich euch natürlich nur Ausschnitte davon zeige. Das war das letzte Video vom dritten Teil. Und das möchte ich euch noch mal ganz kurz zu Genüge führen. Von YouTube. Ich habe mich lange nicht bei euch gemeldet oder lange keine Videos mehr gedreht. Das hatte verschiedene Gründe, die ich nicht weiter erklären möchte. Aber ich bin jetzt wieder da. Es hat sich viel getan in der Zwischenzeit. Sehr viel getan. Und ihr werdet mir bestimmt zustimmen, wenn ihr das gleich seht. Ich bin jedenfalls begeistert. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Wie es jetzt aussieht. Geh an. Licht. Ja, ich wollte ja eigentlich von ganz von vorne anfangen, aber das wäre einfach zu viel geworden. Und genau aus diesem Grund habe ich mir gedacht, fängst an der Stelle an, als der Umbau passiert ist, oder besser gesagt, als die Anlage endlich vollständig zusammengebaut war. Ihr kennt ja das ganze Gemausche, was ich gemacht habe, zu Genüge, wo ich selber mir manchmal den Kopf gegriffen habe, was ich da zusammengeschustert habe. Zum Beispiel die Geschichte mit der Schleife, der umgetreten und abgestützt mit Kassetten und so weiter. Lass mal das. Das ist einfach nur Blödsinn gewesen. Ja, und ihr seht ja, dass ich hier da jemanden da hatte, der mir geholfen hat, diesen Anbau anzubringen, die Schleife dann installiert hat und die Idee hatte, dass man halt mit dem Zug einmal durch den Bahnhof fahren muss, durch die Schleife, aber man konnte eben nicht außenrum fahren. Das ging einfach nicht. Man musste also komplett durch die Schleife fahren. Na? Eine schöne Stadt hinbaue, das weiß ich alles noch nicht, weil ich möchte zuerst die Parade. So, das ging hier rein, im Bahnhof rein, übers Viadukt wieder raus und hier außen auf der Strecke. So. Aber irgendwann habe ich mir dann gesagt, nee, sorry, das gefällt mir so nicht ganz. Also habe ich angefangen rumzutüfteln. Und habe dann, ich mache das jetzt mal hier zu, weil ich erkläre ja bloß noch, wie der Anbau zustande gekommen ist. Und das kennt ihr ja alles schon. Und da habe ich dann schon angefangen, diese ganze Geschichte wieder abzubauen mit der Schleife, weil mir das so nicht gefallen hat. Ich wollte es halt so haben, dass man aus dem Bahnhof rausfahren konnte, aber trotzdem außenrum fahren konnte. Also nicht zwingenderweise erst durch die Schleife und dann den Bahnhof, sondern eben getrennt. Und da habe ich dann halt angefangen zu bauen. Aber ich habe mich wirklich entschieden, da hinten erstmal das in Ordnung zu bringen. Also sprich, ihr seht schon, dass ich hier angefangen habe, die Idee gehabt habe mit einer Ausweiche, oder besser gesagt mit einer S-Bahn-Ausweiche. Da war das mit dem Bahnbetriebswerk noch gar nicht in Erwägung gezogen worden. Ne? Und eigentlich sollte es ja dann so sein, dass die Gleise hier hinten einen Bogen machen, hier drauf, und die hier sollten auf eine Weiche. Aber das wurde dann halt immer sehr knapp, sage ich mal. Ich habe mir ja dann auch ein bisschen was einfallen lassen, dass es dann einigermaßen funktioniert hat. Und das wisst ihr ja alle noch, was das für Argumente und Geschuster war. Hier, wie gesagt, hatte ich dann vor, die Weichen einzusetzen und hier hinten rumzugehen mit Kurvenweichen. Ihr wisst ja, was das für eine Geschichte war mit den Kurvenweichen, da brauchen wir nicht mehr reden. Das brauche ich euch ja jetzt nicht nochmal zu erklären. Ich will das Video auch so schnell wie möglich
ich sage mal nicht so schnell wie möglich, aber dass es halt nicht zu lange für euch wird. Deswegen beschleunigt das ein bisschen in kurzen Phasen, damit ihr versteht, was alles auf meiner Anlage passiert ist. Denn wenn ich die Sache nicht lange ziehe, schlaft ihr bloß ein vom Bildschirm oder spult alles weg. Und das möchte ich natürlich nicht. So, gut, ich glaube, das war das. Ja. Ihr seht, dass hier damals noch die alte Drehscheibe drin war, wo jetzt eine Pappe drüber liegt und die Stadt oder das sogenannte Assi-Viertel drauf steht. Da habe ich auch schon einige Ideen gehabt, die ich dann wieder verworfen habe, aber da sind wir jetzt noch nicht. Hier ist das mit den Kurven, die ich dann noch vorhatte. Das sind ja östliche Gleise, die ich übrig hatte. Und da mache ich das mal so. Zwischendurch hatte ich dann noch die Idee, was anderes zu bauen. Na? Nämlich das hier. Ist das alte Zechengeländer. Also das soll es mal werden. Natürlich werden die Mauern hier, die werden angepasst. Von der Höhe ist klar, muss man ja machen. Diese Mauern werden angepasst von der Höhe her. Hier kommt noch ein alter Tunneleingang hin, dass es aussieht, als ob dieses Bergwerksgleis mal früher da reinging. Soll ich hier mit Trennung oder was, dann mache ich halt so ein Stellgleis oder so. Denn dieses grüne Zeug habe ich halt, wie gesagt, das habe ich alles gekriegt. Ja, das war die Idee mit dem Zechengeländer. Da war aber noch lange nicht klar, dass irgendwann mal das arme Viadukt, was so eng ist, oder besser gesagt, was so einen kleinen Radius hat, verschwindet. Das war dann noch gar nicht geplant. Dann hier die Paradestrecke. Ne? Habe ich ja dann angefangen, hier Zeug drunter zu legen. Ihr seht ja selber hier, dass die Gleise noch geschottert werden müssen. Dann hier für die Kanten habe ich auch noch Zeug da auch organisiert. Also das hat er mir alles gegeben heute. Ja, der Kumpel, der Bernd, der vom Flohmarkt, der hat mir damals viel Material gegeben, das ich halt bauen konnte. Moment. Ihr seht, wie kahl alles noch war. Zweit haben wir das hier gemacht. Er hier, nein Quatsch, ich hier und er. Ja, schaut euch das mal an, wie alles noch kahl ist. Ja, da vorne an der Ecke und dann habe ich dann die ganzen Gleise selber verlegt. Also ich habe hier überall die Nägel, das Gleis ausgerichtet und so weiter. Habt ihr ja alles gesehen. Ja, aber das war eine Schweinearbeit. Also ja, ich kann die Leute verstehen. Ja, das war noch wirklich der Anfang von der Installation der Gleise und was alles noch dazu kam. So, dann springen wir jetzt zum nächsten Video. Und zwar habe ich dann jetzt hier angefangen, wie gesagt, das Zechengelände zu basteln. Und es ist mir ganz gut gelungen, muss ich sagen. Und damit hat sich das für ihn erledigt. Ne? Also ich kann nicht meckern. Hat mir auch sehr gut gefallen, was ich da gebaut habe. Dann habe ich angefangen, hier Schotterplatten hinzumachen. Wie gesagt, das Ding. Da hört man mal den Ton weg. Da, Schotterplatten hingemacht. Auch dort, wo jetzt die Waggons drauf stehen. Auch hier sind Schotterplatten dann drunter gekommen. Aber das habe ich ja dann später alles wieder verworfen. Das wisst ihr ja, dass ich das wieder geändert habe. So, kommen wir zum nächsten Video. Da ging das dann schon los mit der Gestaltung dieser hinteren Ecke, wo die Schleife ist. Ich kann keine Sorgen machen, was jetzt Weihnachten angeht. Das war Weihnachten 2016. Ihr seht, dass sich das schon ziemlich lange hinzieht mit der Anlage. Ne? Da habe ich angefangen, hier alles schön zu machen. Und im Nachhinein muss ich wirklich sagen, es hat sich ganz schön was getan an der Anlage. Also Hammer. Wenn ich mir jetzt mal meine alten Videos angucke, das ist schon ganz schön krass. Ja, da habe ich das hier alles weggemacht, das Weiße, das Kahle, und habe dann halt die Gleise geschottert, also damals noch mit Sand und Klebstoff. Ja, ich weiß, aber das war meine Anfangszeit, wo ich das halt noch nicht genau wusste mit den Schottern, und da kommen wir gleich dazu,
was ich damit meinte. Denn als ich das erste Mal versucht habe, richtig zu schottern, ist mir das leider etwas missglückt. So, hier ist noch nichts passiert, ihr seht, es ist alles noch kahl. Ja, also ich muss sagen, für die damalige Zeit habe ich das schon ganz gut hingekriegt. In Anführungsstrichen. So, gut, dann kommen wir zum nächsten Video. Hier habe ich dann jetzt angefangen, die ganze Geschichte weiter zu kaschieren. Kann nicht so gut arbeiten, wenn man so weit drüber sich beugen muss. Da war das noch mit der Weiche, wo es immer zu Entgleisungen gab. Oder wo es immer Entgleisungen gab. Dann habe ich diesen Berg hier eingebaut, wo das Loch war. Das fand ich auch ganz gut, die Idee damals. Hat ja auch eine ganze Weile so gehalten, ne? Ihr wisst ja, wie lange ich das so gelassen habe. Ja, gut. Und ansonsten ist ja nicht weiter passiert bei der Erklärung. Also, dass eben das hier noch kahl war. Ich hatte ja damals bloß das hier gemacht gehabt, damit das wegkommt, das Kahle. Und das habe ich ja dann später gemacht. So, lustig finde ich auch das. Na, das war ja eigentlich mal ein Tunnel gewesen für so eine Mini-Anlage. Und das habe ich dann einfach hier drunter gestülpt. Und dann guckte dann bloß noch die Spitze raus. Ist. Ne? Aber ich habe es ja gut kaschiert. Gut, so kommen wir zum nächsten Video. Und jetzt seht ihr schon, dass ich wieder Ideen hatte, was die S-Bahn-Ausweiche angeht. Hier habe ich schon eine Haltestelle installiert oder aufgebaut und es war damals, wie gesagt, noch nicht klar, dass da mal ein Bahnbetriebswerk hinkommt, obwohl mir mehrere Leute immer wieder in die Kommentare geschrieben haben, warum machst du dort nicht ein Bahnbetriebswerk hin? Ich habe es nicht gerafft. Ich habe es nicht gerafft, wie die das damals gemeint haben mit dem Bahnbetriebswerk. Ne? Ja, bis dann halt diese entscheidende Szene passiert ist. Aber dann kommen wir gleich dazu. Ja, ich hatte damals noch die Idee, den Ablaufberg oder den Abrollberg dann so aussehen zu lassen, als ob das eine Strecke war, die weitergeht, aber stillgelegt ist und dann nur noch als Abrollberg benutzt wurde. Aber auch das habe ich ja dann mit der Brücke verworfen, das wisst ihr ja. Hier habe ich eine Testfahrt mit ICET gemacht. Also ist das egal. Über das werden dann wieder entfernt. Aber ihr seht, es ist alles angeschlossen. Ja. Einfach angeschlossen. Gut, da kann ich jetzt nicht fahren, da liegt Gelumpe drüber. Könnte ich aber jetzt drüber fahren, wenn ich das wollte. Dann diese Weiche, angeschlossen. War eigentlich auch eine coole Idee. Nicht, dass er denkt, ich trickse hier, habe ich mir einfach ein Flexkabel genommen, oder vielleicht auch Flexgleis genommen und habe das eben dementsprechend etwas zurecht gebogen, dass man da halt sieht, dass alles angeschlossen ist. Okay? Wie ihr seht, es war noch nicht dieser Anbau hier vorne dran. Ne? Da kommen wir gleich dazu. Die Idee hatte ich ja dann auch später, weil es mir halt dann auf den Sack ging, als ich dann später die Kurve reingemacht habe, dass das Gleis so weit drüber hing und ich wollte es nicht so weit drüber schieben, weil wenn ich das hier weiter rüber geschoben hätte, dann hätte das alles nicht mehr gepasst. Ihr wisst ja, wie das jetzt aussieht. So, kommen wir nochmal. Also es waren alles nur Ideen, ne? Mit den Gleis verlegen, wie man da fahren könnte, das hätte auch so geklappt, aber da war halt das mit dem Bahnbetriebswerk noch nicht geplant und dann wäre das vielleicht auch so gegangen. Mit der Schleife und mit den Weichen und so. Und es hat ja auch alles funktioniert. Habe ich euch ja vorgeführt. Jeder kennt diese Videos, brauche ich euch eigentlich auch nicht nochmal zeigen. Diese komische Drehscheibe war immer noch drin. Ja. Und das Bahnbetriebswerk genau am Bahnhof auch. So. Ansonsten ist nichts weiter passiert. Ich wollte das halt damals euch einfach mal vorführen. Und dachte mir, ja, sieht ganz gut aus. Aber im Nachhinein sage ich ganz einfach, nee, was ist denn das? Das kannst du vergessen. Ich meine, das Kreuz- und Quergelege, brauchen wir schon mal reden. Ich hatte damals so viele Spinnereien im Kopf, was die Gleisverlegung angeht. Ich habe es wieder abgerissen, habe es nochmal aufgebaut, habe es wieder abgerissen, nochmal aufgebaut. Und immer wieder die Gleise neu verlegt und wieder anders verlegt. Damals auch schon mit Flexgleis gearbeitet, ne? Aber da war es halt alles noch Hirngespinste, sag ich mal.
Auch das mit der Kreuzung und so. Ja. Gut. Okay, vergessen wir das. Das nächste Video. Ja, seht ihr schon, was hier da steht? Der endgültige Plan für 2017. Und da steht hier der BW. Ne? Als ich den Baum abgebaut habe und der Teller noch da lag, dachte ich mir nur so, Moment mal, wenn du da jetzt ein Gleis drauf legst, sieht das doch aus wie eine Drehscheibe. Ja. Geniale Idee. Eine echt geniale Idee. Und passt hervorragend zu meiner Anlage. Zumal ich dann noch mehr Industrie machen kann und eventuell sogar noch eine Kohle verlade. Muss ich aber erstmal sehen. Jetzt zeige ich euch erstmal das provisorisch aufgebaute, wie ich mir das vorstelle. Lacht bitte nicht darüber, ich habe leider sowas nicht da. Kriege ich erst in ein paar Tagen, weil ich ein Tauschgeschäft eingefädelt habe. So, Achtung, jetzt kommt's. Tada! Was haltet ihr von der Idee? Also ich finde es absolut genial, wenn das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Und zwar ist ja jetzt Folgendes geplant. Ja, schon wieder eine Planänderung. Aber das wird jetzt umgesetzt, das steht fest. Denn es ist nämlich wirklich sehr, sehr praktisch, wenn es auf dieser Seite ist, wie es schon mal jemand angedeutet hat. Bahnbetriebswerk kommt auf die Zusatzplatte. Hier ist die Drehscheibe nämlich gut zugänglich. Du kannst jede Lok schön draufstellen, wenn man eine nicht fährt. Du kannst sie wunderbar bedienen über das Pult, dann später. Weiß ich noch nicht, wie ich das genau mache. Da werde ich wahrscheinlich wieder meinen Kumpel zur Rate ziehen, der mir immer hilft mit der Elektronik. Aber ich bin da noch lange nicht so weit. Als erstes wird erstmal die Paradestrecke umgebaut. Ja, gut, die Häuser stehen jetzt hier noch da. Ich habe das jetzt einfach mal ganz schnell spontan aufgebaut mit einem Teller. Ja, genau, mit dem Teller habe ich das ganz spontan aufgebaut. Das war übrigens sehr spät abends, am 1.1. Wie gesagt, ich habe den Baum abgebaut und sah dann bloß noch den Teller liegen, der ja den Baum stabilisiert hat. Und dachte mir nur, das sieht aus wie eine Drehscheibe. Ja, gut, dass ich den Teller genommen habe. Im Nachhinein war es wirklich eine coole Idee. Also nochmal Dank an denjenigen, der damals diesen Vorschlag gemacht hat. Beim Jens hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, und dann war natürlich die Entscheidung sehr schnell getroffen, dass das Ding hier verschwindet. Na? Habe ich ja dann auch nochmal erklärt, was da dann hinkommt. War sowieso alles ein bisschen, ja, knapp bemessen mit den langen Zügen und so weiter. Aber da war die Geschichte mit dem Bahnhofsumbau noch in weiter Ferne. Ja, gut. Das war das Video. Gut. So, und wie ihr sehen könnt, habe ich dann ein bisschen später angefangen, meine ersten Schotterversuche. Mehr oder weniger sind die geglückt. Oder soll ich sagen, sie sind gar nicht geglückt. Es sah alles ein bisschen komisch aus, weil ich damals noch dieses fertige Zeug von Noch benutzt habe. Ich glaube, es war Noch. Da habe ich so eine Flasche, glaube ich, geschenkt bekommen von einem MOBA-Kollegen oder MOBA-Kumpel. Ich glaube, das war der Herr Koch. Ne? Der hat mir damals so eine Flasche zukommen lassen. Und dann habe ich halt angefangen, mit dieser Flasche feinsäuberlich eine Einschotterung durchzuführen, die wirklich ja, nicht so ganz geklappt hat. Aber da könnt ihr mal sehen, dass dieses fertige Zeug, ne, dieses fertige Zeug wirklich manchmal nicht so perfekt ist. Ne, ich habe dann auch später meine ersten Versuche gemacht mit selbstgestalteten Weißwein Wassermischung, Weißwein, ja genau, Weißleim-Wassermischung. Das ist halt einfach, entschuldigt Leute, ich bin ein bisschen durch den Wind, weil ich einfach immer noch sehr gute Laune habe. Ich erkläre das euch später dann noch, wenn das alles hier zu Ende ist. So, ihr seht, das sind überall Flecken und so und ja, das hat nicht wirklich geklappt mit der Einschotterung. Aber es war halt ein Versuch wert. Und ja, gut, kommen wir zum nächsten Video.
Ja, ihr seht, dadurch, dass jetzt die Drehscheibe da noch hinkommt und die S-Bahn-Ausweiche musste dann umgestaltet werden. Da musste ich mir nämlich was einfallen lassen, wie ich den Zugang zur Drehscheibe gestalte. Und das war am Anfang mit einer Dreifachweiche noch gar nicht so geplant. Aber hört es euch selbst an, falls ihr das Video nicht kennt, einfach mal kurz abspielen. Aber ihr seht ja selber, dass das so nicht geht. Da hinten habe ich erstmal die Brücke weggenommen, weil ich dort neues Flexgleis verlegt habe, nur provisorisch, um die Kurven zu entschärfen, wie ich es angekündigt habe. Hier will ich eine Weiche reinmachen, die direkt auf das Abschnittgleis führt, vom Top zu. Da habe ich hier ein bisschen Gebäude hingestellt. Das hat mein Nachbar gemacht, das ist halt nicht viel geworden, dem ging es halt euch so besonders. Ihr seht schon, heute ist echter Wurm drin. Ja, mehr ist einfach nicht geworden, weiter. Fahren ist erstmal nicht mehr drin, außer durch den Bahnhof. Da ihr ja selber seht, dass alles unterbrochen ist. Da ist unterbrochen, da ist unterbrochen, da ist unterbrochen. Was ich noch dazu sagen muss, damals war die Idee mit den zwei Weichen noch gar nicht vorhanden. Ne? Die Schleife war noch da und man konnte immer noch schön übers Viadukt fahren, durch den Bahnhof, durch die Schleife und wieder zurück. Oder eben direkt in den Bahnhof rein. Aber mit den zwei Abzweigungen, das war damals noch nicht geplant. Und das Ding ist immer noch drin. So, springen wir nochmal vor. Noch der ICE, da wäre beinahe von uns runtergeflogen und gesagt, jetzt Schluss, jetzt räume ich das mal weg. Mein Triebzug habe ich auch weggeräumt. Und ihr seht, der Anbau ist immer noch nicht da. Aber dazu kommen wir gleich. So, nächstes Video. Ja, die berühmten Kurvenweichen. Ich hatte es ja schon angesprochen, dass ich das irgendwie hinkriegen musste, dass beide Gleise abzweigen in den Bahnhof und beide Gleise geradeaus weitergehen. Da das mit der Gestaltung der zusätzlichen Platte vom Platz her nicht ganz gepasst hätte, wenn ich normale Weichen genommen hätte, habe ich mir einfach überlegt, dann nimmst du halt Kurvenweichen. So. Nicht weiterfahren, weil so. Das ist alles schon wieder fest. Und ich denke, die Kurve ist ganz okay. Ups, das war natürlich nicht so schön. Ja, die Kurve war eben nicht okay, sonst hätte ich die Kurvenweiche nicht wieder rausgeschmissen, weil es halt sehr oft zu Entgleisungen kam. Es kam halt öfters zu Entgleisungen und irgendwann habe ich dann halt entschieden, nee, du schmeißt den Dreck raus. Dazu habe ich euch noch ein paar Bilder vorbereitet. Und zwar muss ich ja jetzt gucken. Ich glaube, das waren diese hier. Genau. Ihr seht, ich habe dann versucht, andere Weichen einzubauen. Nämlich normale. Weil es mit den Kurvenweichen einfach nicht klappen wollte. Denke ich mal, das ist okay mit der Kurve. Wir werden ja dann sehen, ob die Waggons abkoppeln. Aber das mit dem Schlenkrisch, das ließ sich nicht vermeiden, weil ich... Ich glaube, das Drehscheibe war, glaube ich, schon draußen. Ja, Drehscheibe ist raus. Ihr seht, die Drehscheibe habe ich dann rausgerissen. Und da war natürlich dann ein leerer Platz. Und dann hatte ich halt wieder solche Ideen wie die Container verlade und was auch immer. Das sind wir ja jetzt noch nicht. Ist weg. So war es mal geplant. Mit den Kurvenweichen hätte auch vielleicht funktioniert, wenn sie nicht laufend rausgeflogen wären, die Waggons, aber ich habe es dann halt verworfen und habe dann halt versucht, andere Weichen einzubauen. Gut, kommen wir zum nächsten Video. Und das ist genau das, was ich meine. Ich hatte ja dann vor, die Doppelschleife zu bauen.
oder besser gesagt, um das Bahnbetriebswerk, die beiden Gleise, ne, sollte erst eins sein. Aber ich habe mir dann überlegt, du könntest natürlich auch zwei Gleise nehmen und machst dann einfach die S-Bahn-Ausweicher mit Einzelgleis, was dann natürlich mit einer Kreuzung rübergeht. Da das aber nicht möglich war, weil der Platz nicht gereicht hat, habe ich mir einfach gedacht, ja, dann baust du jetzt einfach was dran und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. Und das ist ja heute noch installiert und funktioniert einwandfrei. Da sonst die Schrauben nicht reingegangen wären. Ihr seht, dass ich das jetzt noch ein Stückchen vergrößert habe. Das sieht alles zusammengeschustert aus, das weiß ich selber. Ich könnte jetzt hier auch noch mal mit der Säge hier noch durchgehen, dass es hier so schön gerade ist. Hab ich ja gemacht. Das Stück erhalten, weil ich die Kurve so hier rumziehen will. So, und dann hier wieder hier drauf, wie es halt geplant war. Und dann Flexgleise habe ich halt nicht mehr geholt, weil ich dann einkaufen war. Und dann ist das halt, ja, ich sage mal, ich hatte keinen Bock mehr in die Stadt zu fahren. Und ihr seht auch, dass das damalige, die damalige Gleisführung noch existierte, nämlich hier, wo jetzt die Straße ist, ging früher die Gleise lang, immer noch. Das habe ich aber dann irgendwann komplett verworfen, weil es sinnlos war. Das war übrigens die Flasche gerade. Dann waren die Videos vertauscht. Das war, glaube ich, gerade die Flasche, die ich benutzt habe, wo ich das erste Mal versucht habe zu schottern. Ja, genau. Das ist die Flasche. Die habe ich geschenkt bekommen und habe dann angefangen, mit dieser Flasche das erste Mal zu schottern. Ihr habt ja gesehen, wie es ausgesehen hat. Vielleicht habe ich da irgendwas falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Den anderen ging das ja auch mit dieser Flasche hin. Aber ich habe da irgendwie was verkehrt gemacht. Vielleicht einen falschen Schotter genommen oder. Ich glaube, ich hatte das damals noch nicht gemacht mit dem vorherigen Einsprühen. Genau, ich habe das Zeug direkt auf den Schotter gegossen, ohne vorher mit der Sprayflasche drüber zu gehen. Und deswegen ist das so fleckig geworden. So, gut. Nächstes Video. Und ihr seht, langsam ändert sich der Plan. Ich habe das dann komplett verworfen, die Gleise hier oben lang zu führen am Abrollberg oder am Ablaufberg. Und habe dann eben die Idee gehabt, die Gleise hier rumzuführen, zweigleisig. Und dass hier dann die S-Bahn-Ausweicher dorthin kommt. Wie ihr seht. Und ich hatte wieder mal eine neue Idee. Weil es hat mir keine Ruhe gelassen, dass die Leute gesagt haben, warum machst du dir das nicht mit Zweigleisen? Stimmt. Da haben sie recht. Mit Zweigleisen sieht das eindeutig besser aus. Jetzt ist die Frage, ob der Kurvenradius ausreicht. Das hier ist alles altes Flexgleis. Wie ich schon sagte, ich habe kein neues holen können, sonst wäre ich viel, viel weiter gekommen. Hätte natürlich auch eine volle Fahrstraße, also volle Fahrstrecke wieder in Ordnung gebracht, damit man wenigstens mal sehen kann, wie die Züge wieder fahren. Und ihr seht auch, wie es damals geplant war, mit dem Gleis zurück auf der Hauptstrecke zu gehen. Auch das habe ich wieder verworfen. Leider ist es nichts geworden. Ihr wisst ja, warum ich das verworfen habe. Weil es einfach alles zu knapp bemessen war, auch mit den ganzen... Ich hatte ja damals noch nicht mal das Gebäude, was da jetzt da hinten steht, mit der Halle. Das hatte ich damals noch gar nicht. Und ihr seht, wie viel Platz da noch ist, weil der Anbau noch nicht da war. Ja, gut, das war das. Dann nochmal ein Stückchen. Oder ich muss es halt hier begradigen und dann hier eine normale Weiche einsetzen. Aber das müsste eigentlich gehen. Ja, das hat aber so nicht funktioniert, Jens. Ich hatte so viele Pläne. Auch das mit der Ausweiche, mit S-Bahn-Ausweiche hier. Jetzt fahren dann die Züge vorbei. Seht ihr ja auch so, oder? Ja. Aber es nahm langsam Gestalt an. Ne? Damals hatte ich noch meine tolle Walkman-Sammlung, die ist natürlich jetzt auch schon weg. Also die ganz teuren Geräte. Nachhinein ärgert man sich eigentlich jetzt darüber, weil das gehört jetzt zwar nicht zur Modellbahn dazu, aber ich kann es euch ja trotzdem mal erklären. Ihr könnt ja gerne mal eingeben Sony DBS-2 bei eBay. Fallt nicht vom Hocker, was das Ding jetzt kostet.
Und wisst ihr, warum der hier so teuer geworden ist? Weil er irgendwie in einem Film dabei war, der nennt sich Guardian of Galaxy, irgend so ein Firlefanz. Ich habe mir die Filme mal organisiert und schau mal rein, was das ist. Aber dass wegen so einem Film ein Walkman so schweineteuer wird. Ja, gut, das verhält sich so wie bei Zurück in Zukunft. Ne? Der ist ja jetzt auch nicht mehr bezahlbar oder sagen wir mal nur noch schwer bezahlbar. 700 aufwärts und so weiter. Gut, das war nochmal ganz kurz die Erklärung dazu. Könnt ihr ja selber mal nachverfolgen. Und wenn ihr mal so ein Ding in der Hand bekommt, blau mit einem orangenen Knopf und steht Sony drauf, schmeißt es nicht weg, stellt es auf eBay, lasst euch überraschen, was ihr dafür kriegt. So, gut, kommen wir zum nächsten Video. Das waren die ersten Shutterversuche mit Sand. Ich hatte damals noch keinen Shutter. So wie ich den dann organisiert habe, den Granulat-Shutter oder wie das sich nennt. Granit-Shutter. Sondern ich habe es damals noch mit Sand gemacht. Ja. Man wird doch langsam direkt gefahren. Aber ich erkläre euch das alles erstmal langsam. Also die Weiche hinten habe ich entschieden, bleibt drin. Diese R2 bleibt drin. Und es wird nur die ausgetauscht. Deswegen ist das komplette Gleis auch noch nicht komplett, sondern nur erstmal bisher mit den Unterlagen. Gut. Ja, aber später habe ich dann entschieden, beide Weichen rauszuschmeißen, weil es hätte nichts gebracht, wenn ich jetzt hier eine normale Weiche reingemacht hätte. Dann wäre es hier so knapp geworden mit dem Radius und wenn ich hier weiter rüber gegangen wäre, da brauche ich ja nicht zu sagen, da war die Platte zu Ende. Ihr seht, die Containerverlade, die war schon vorhanden. Ich habe natürlich jetzt nicht jedes Video hier oben in die Liste reingemacht, weil irgendwann ist es dann zu viel. Ich habe, wie gesagt, das nur in Stichpunkten euch jetzt an Videos zur Verfügung gestellt, weil es sonst zu lang geworden wäre. So, dann müssen wir mal gucken. Das werde ich dann nochmal nachschuttern. Da habe ich mit Edding noch gearbeitet, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich das so... Ja, doch, das ist noch original. Das ist original. Also die Gleise sind noch original vorhanden, jetzt auch noch. Nur ich habe das eine Gleis, das hier... Das Innengleis habe ich dann aber rübergezogen, wo dann hier der Prallbock entstanden ist, auf dem Gleis. Weil ja der Anbau dann dazu kam und deswegen ein drittes Gleis entstanden ist. Da war das mit der Abstellung noch gar nicht so geplant. Ja, das war das. Dann habe ich eine Testfahrt gemacht, glaube ich, mit dem IC. Das, was kaputt geht. Ganz langsam, ganz vorsichtig, nicht kaputt gehen. Ach ja, noch was dazu. Ich habe in einem Video gesehen, in einem Bauvideo von 1985, eine Anlage entsteht, heißt dieses Video, in Spur N. Da haben die erklärt, wie man die Schräglage bei Kurven hinbekommt. Ne? Das wenn der Zug in die Kurve fährt, selbst dann in die Kurve neigt. Man muss da einfach einen Draht drunter legen. Und das habe ich ja dann auch hier gemacht. Und ihr wisst ja, dass es sehr gut aussieht und gut geklappt hat. Und ich habe das dann auch so gelassen. Ja, das klappt doch ganz gut. Jetzt kannst du Stoff geben. Ihr seht, es hat funktioniert. Ausweiche ist drinne. Na? Aber der lustige Ablaufberg und die Abstellung waren immer noch vorhanden. So, gut, dann zeige ich euch noch mal ein paar Bilder. Ne? Das war dann die Idee, wenn der Anbau kommen sollte oder wenn ich mal irgendwann den Anbau mache, dass ich halt das Gleis hier rüberführe. Dann habe ich dann das verworfen und habe dann halt ein Abstellgleis draus gemacht, weil das wäre so sowieso niemals gegangen. So. Na, hier ist nochmal der gesamte Überblick
mit den Kurvenweichen, die ich noch rausgenommen habe. Dann habe ich die normalen Kurven reingesetzt oder die normalen Weichen reingesetzt, aber ihr seht schon, dass dann keine Möglichkeit mehr war, hier noch ein zusätzliches Gleis zu legen, was zurück in den Bahnhof geht. Denn das war ja dann später die Idee von mir, dass ich die S-Bahn-Ausweicher nicht direkt anschließe an der Hauptstrecke, sondern dass das Gleis zuerst zurück in den Bahnhof geht und dann zurück auf die Hauptstrecke oder auf das Gleis vom Bahnhof führt. Na? Aber das kam dann viel später. So, kommen wir zum nächsten Video. Und dann haben ja welche gemeint bei YouTube, und was ist mit den Dieseltriebzügen? Die kannst du ja gar nicht bedanken, wenn du nur so kurzes Gleis machst. Stimmt, deswegen habe ich jetzt so ein langes hingemacht. Jetzt gibt es auch ein Problem, das zeige ich euch jetzt gleich. So, ihr seht, meine Drehscheibe war endlich da, aber noch nicht eingebaut. Und alle wissen, wie lange das gedauert hat, bis die dann endlich eingebaut war. Ich habe es mir nicht getraut, ich gebe es zu, ich habe es mir wirklich nicht getraut, die Drehscheibe selber einzubauen, weil ich Angst hatte, dass was schief geht, dass das Loch zu groß wird und so weiter. Also habe ich halt gewartet, bis mir jemand das angeboten hat, und das war der gleiche, der mir dabei geholfen hat, den Anbau hinten noch dran zu machen. Er kam dann spontan vorbei und hat die Drehscheibe für mich eingesetzt. Das war auch nicht allzu lange, wie es gedauert hat. Das ging ratzfatz, hat aber auch, wie gesagt, so ein spezielles Teil dazu, was man damit ansetzt, immer drum rum sägt und bupp, dann fiel der Deckel raus und das war's. Den Deckel habe ich übrigens immer noch. Ja. Und das wurde ein Stück zurückgeschoben, so dass die ein Stück zurückkommen und dass sich hier der Antrieb, ihr seht es ja selber, überschneidet sich, dass der Antrieb von der Weiche dann hier ist, aber ich habe ja gerade gesehen, dann ist er der hier nicht möglich anzuschließen, weil... Ja, am Anfang waren da ja zwei Stück von den Dreifachweichen drin, was ich ja dann auch wieder verworfen habe, weil jemand gemeint hat, die Dreifachweichen, die machen immer Probleme und das wäre einfach zu viel Gewusel, und genau aus diesem Grund habe ich dann halt das geändert und habe dann nur eine Dreifachweiche drin gelassen, die jetzt immer noch vorhanden ist. So. Ich hoffe, nicht sehr viele Loks. Ja. Ja, damals habe ich halt noch mit vielen von diesen, sage ich mal, speziellen Leuten zu kämpfen gehabt, die öfter so nette Kommentare unter meine Videos geschrieben haben. Aber einigermaßen hat sich das dann gegeben. Ich kann es auch zum Teil nachvollziehen, weil ich auch immer darauf reagiert habe, was ich natürlich jetzt fast nicht mehr. Ab und zu gibt es noch Kommentare, wo ich noch einen kleinen Senf dazu gebe, auf das meiste, was jetzt erscheint, oder wenn dann wieder sowas dasteht, dann tue ich das komplett ignorieren und sofort löschen. So, gut, kommen wir zum nächsten Video. Und wie ihr sehen könnt, ab. Na? Drei Stück von den Dreifachweichen. Ja, das habe ich ja dann verworfen, weil es war einfach zu viel Gemausche mit den Dreifachweichen. Habe dann zwei Stück wieder rausgeschmissen und eine ist ja noch vorhanden. Habe ich jetzt die dritte Dreifachweiche eingebaut. 1, 2, 3. Und alle Gleise miteinander verbunden. Aber so wie die verbunden sind, gefällt mir das eben nicht so richtig. Weil das sind einfach, wie man sieht es ja selber hier, es sind zu viele Schlängler drin. Ich denke, realistisch ist das nicht. Viele sagen, es lässt sich nicht anders machen. Aber ich denke schon, dass sich das anders machen lässt. Vielleicht hat ja noch jemand irgendwie Tipps. Ja, die habe ich ja dann noch bekommen, die Tipps. Und darum habe ich es ja dann auch geändert. Und so wie es jetzt ist, ist es eigentlich ganz okay. Ja, habe ich dann schon die Halle bekommen und die Abstellgleise installiert, die heute noch vorhanden sind, aber eben angepasst, gleiche Länge und so weiter. Ja, ich habe eine Testfahrt gemacht.
mit einem Güterzug. Soll mal sehen, ob ihr es seht. Oder mit zwei Zügen, besser gesagt. Aber das brauche ich euch jetzt nicht zu zeigen, weil ihr kennt ja alle selber die Fahrvideos. Da war noch nicht mal ein Zaun installiert. Das stellt mich scharf. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Na ja, seht ihr, dass, wie schön sich die Wagen in die Kurve neigen. Das war halt diese Idee von dem alten Video. Das kann ich übrigens auch mal mit verlinken, wenn ihr das unbedingt mal anschauen wollt. Das nennt sich Eine Anlage entsteht. Das ist von 1985 und gibt es auf YouTube. Also ein sehr schönes Video und da kann man wirklich viele Tipps sich abgucken, auch wenn das Video schon so alt ist. Vieles funktioniert heute noch. Na, so, kommen wir zum nächsten Video. Ja, ihr seht es schon, langsam nimmt mein Bahnbetriebswerk Gestalt an. Auch die S-Bahn-Ausweiche hat dann Gestalt angenommen. Und dann kam dann irgendwann mal diese Idee mit dem toten Gleis. Ne? Dachte mir, ja, jetzt ist da so viel frei. Die Gleise sind ja nun anders verlegt worden. Die Dreifachweichen sind rausgeflogen, außer die eine. Da lasse ich mir auch noch was einfallen, keine Sorge. Aber jetzt erstmal nicht mehr. Es bleibt das erstmal alles so, wie es ist. Und dann dachte ich mir, Moment mal, in jedem Bahnbetriebswerk oder fast bei jedem alten Bahnbetriebswerk gibt es auch so eine Stelle, wo, naja, wo was Totes ist. Und in Lost Places Abschnitt dachte ich mir, na, passt doch ganz gut. Und dann habe ich das einfach mal professorisch aufgebaut. Und das Ganze hat dann halt so ausgesehen. So, das ist das Bahnbetriebswerk, wie es jetzt aussieht. Und ihr seht natürlich auch, dass die Containerverlader sich geändert hat in eine Schrottverlader. Ja, das war dann die zweite Idee. Ne? Ich habe dann aus der Containerverlader, weil es einfach zu knapp messen war, weil keine Möglichkeit bestand, LKWs wegzufahren und so weiter, habe ich es dann verworfen und habe dann einfach eine Schrottverlader draus gemacht, die ich halt gesehen hatte in Öl. Ne? Scholz ist da ja. Und da habe ich die Idee gehabt, dort eine Schrottverlader hinzumachen. Ja, ihr seht richtig, die Drehscheibe ist drin. Moment, ich muss mal kurz die Kamera wieder. Ja, das war auch natürlich auch noch ein Punkt, dass die Drehscheibe da drin war. Das jetzt noch kurz ein bisschen. Nein, ich stehe nicht vor mir. Dann bauen wir halt weiter. Durchhängt. Ich denke mal, so kann man es lassen. Da war es aber mit dem Gleis noch nicht geplant, dass da hier ein Gleis hinkommt. Ein zusätzliches, ein totes. Da wollte ich einfach nur ein bisschen Gestrüppeln machen. In den alten Kran mit reinmachen, das dann schön verwuchern und so. Und das mit dem Gleis, das kam dann später. Ja. Habe ich auch noch mal Bilder wieder dazu. Ja. Ne? Das, das kennt ihr ja, dass ich das dann so gestaltet habe. Damals noch mit so einem Kleinwagen. Und ja, das habe ich ja dann geändert in den Großen. Und den Großen habe ich dann noch beleuchtet. So, geht's weiter. Kommen wir zum nächsten Video. Ja, das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Wie ich das jetzt gestalte mit dem Rest, also dass der Wagen da hinkommt, das kann ich euch nochmal zeigen. Das passt ganz gut. Ja, damals noch der kleine Wagen. Zumindest. Na, du dreiachsiger Kräbe. Der wird natürlich dann nur festgeklebt. Es war schade in dem Wagen, aber es ist jetzt egal. Nee, der wurde nicht festgeklebt, den hat jemand nicht festgeklebt. Ja, ich war ja nicht steuer, da geht es eigentlich. Ja, und dann werde ich dann natürlich hier noch ein bisschen hinmachen. Und hier Gras? Ja, habe ich ja dann auch gemacht. Irgendwann muss ich mal noch die Leitern anbringen, damit die Leute besser in den Speisewagen oder besser gesagt den Aufenthaltswagen reinkommen. Die Leitern sind heute noch nicht angebracht. Ich sollte ihm schon was schämen. So, dann hatte ich dann natürlich zu Gast meinen Nachbar, der mir mitgeholfen hat. Da nochmal vielen Dank dafür. Der hat natürlich jetzt überhaupt gar keine Zeit mehr, denn er ist jetzt immer auf seinem Gestüt, ja, mit seinen Pferden da beschäftigt. Jeder hat halt sein Spleen und jeder hat sein Hobby und da kannst du nicht sagen, nee, heute gehe ich da nicht hin, weil ich muss Jens an der Anlage helfen. Geht nicht. So ist das halt. Und genau aus diesem Grund hat er halt auch keine Zeit mehr vorbeizukommen, um mir zu helfen. Ist auch nicht so schlimm, denn ihr wisst ja, dass ich dann später auch vieles alleine gemacht habe. Das ist dann diese Ecke, diese Lost Places Ecke, dann haben wir einen Zaun, das was ich schon gebaut habe.
den hat mir auch jemand gesagt, dass ich den umlackieren soll oder umändern soll. Die Farbe von dem Zaun passt irgendwie nicht. Auch das muss ich noch machen. Ach, ich muss so vieles noch an der Anlage machen. Aber ich habe zurzeit einfach, ich sag's wie es ist, ich habe zurzeit einfach keine Nerven und keinen Bock darauf. Warum? Ja, brauchen wir nicht überreden. Ihr wisst, was zurzeit los ist. Es nervt einfach nur, weil man einfach nur zum Hinsetzen und zum Gammeln verurteilt ist. Ja, ich weiß, das habe ich früher vielleicht auch gemacht, als ich noch Hartz IV bezogen habe und arbeitslos war. Aber jetzt habe ich Arbeit und ich möchte arbeiten, aber ich darf nicht arbeiten. Tja, blöd. So ist das halt. Ja, mein Betriebswerk, wie gesagt, da noch ohne Einschotterung. Und ich glaube, da war auch noch nicht der Anbau dran. Nein, der Anbau war noch nicht dran. Hier ist nochmal die Geschichte mit dem alten Gleis. Damals hatte ich noch diesen komischen Talent 1, den sie zur Leipziger Eisbahn umgebaut haben, mit Stromabnehmer. Logischerweise gibt es ja nicht mit Stromabnehmer, das weiß ich selber. Ne? Aber mir hat er damals gefallen, der war sehr günstig und ja, habe ich ja dann auch irgendwann mal wieder abgegeben, weil derjenige wollte den wieder in Originalzustand versetzen, wie er mal ausgesehen hat, ohne Stromabnehmer, und habe ich halt ein Tauschgeschäft gemacht. Ja, das war das. So, Moment. Und ihr könnt ganz deutlich sehen, das Zusatzgleis hat noch nicht existiert. Das kam dann halt später, als der Anbau dran kam. Diese Zeche habe ich ja dann auch gestaltet hier. Schön mit einer Feldbahn. Was ja dann auch später wieder abgerissen wurde. Aber es ist immer noch vorhanden. Ne? Also die Zeche ist noch da. Oder besser gesagt, das Gleis ist noch da. Es wurde halt eben etwas umdekoriert. Und wird wahrscheinlich auch wieder so übernommen. Ja? Das sah eigentlich auch sehr schön aus. Die Lok hat natürlich nicht ganz gepasst von der Größe her, das weiß ich auch. Und auch die Gleise passen nicht, aber mir hat es halt so gefallen. Und ich habe es letztendlich dann auch so gelassen. Und gestört hat es mich nicht. So. Das sind nochmal ganz alte Bilder. Sind ein bisschen durcheinander, die Bilder. Ihr entschuldigt das. Das ist alles 2017. Ich habe es ein bisschen versucht zu sortieren. Hier ist noch die Containerverlade gewesen, als ich noch nicht die Idee mit der Schrottverlade hatte. Hier sind noch die Kurvenweichen drin. Aber zu damaliger Zeit hat das ja einigermaßen gut ausgesehen, aber geklappt hat es ja dann mehr oder weniger gut. Ja, ihr seht schon, das Zusatzgleis existierte auch noch nicht, was vom Bahnbetriebswerk wegging. Auch das, ja genau, hier habe ich dann angefangen, das hier noch zu gestalten. Was ich im Nachhinein wirklich bereue, dass ich das gemacht habe, weil man hätte da auch was anderes hinmachen können. Es wird ja kaum noch genutzt, ne, steht jetzt bloß noch da und verstaubt. Das Gleis wird nicht mehr genutzt. Und da habe ich mir halt überlegt, ihr könnt es euch jetzt schon denken, was jetzt kommt. Ne? Ich sage nur, alte Bahnanlagen. Das wird das zweite Lost Places. Ne? Das lasse ich dann richtig schön vergammeln, richtig runtergekommen, halb kaputt, das Gleis zugewachsen, wird nicht mehr genutzt und die Weiche, die da noch drin ist, die auf der Hauptstrecke geht, die sowieso kaputt ist, fliegt raus und dann kommt dort eine Trennstelle rein und dann ist das halt ein altes, damaliges Abstellgleis. Dieser wunderschöne Kran, der hier noch ist, ist ja teilweise schon auseinandergefallen, passt also perfekt. Da mache ich dann noch ein bisschen Verwucherung rein und Dreck und so weiter. Und dann ist das halt das nächste Lost Places. Ja, da mache ich das auch ein bisschen kaputt und alles. Aber das lassen wir jetzt erstmal so, wie es ist. Weil jetzt sind andere Baustellen erstmal wichtiger, nämlich das Assi-Viertel und so weiter. Das kann man dann später immer noch gestalten. Und vom Berg will ich gar nicht erst reden. Da muss auch irgendwann mal fertig werden. So, aber. Und ihr könnt schon sehen, das Gleis ist abgetrennt, ne? Wird also nicht wieder angeschlossen. Und dieser Kurvenradius wurde entschärft und die Kreuzung wurde auch verändert. Damals hatte ich, glaube ich, noch die andere Kreuzung drin, ja, die 15 Grad, nee, Quatsch, die
Ich weiß nicht, ob das jetzt eine 10 Grad oder eine 15 Grad Wollstellung reinmachen. Habe es aber dann wieder verworfen, weil jemand gemeint hat, das ist zu weit auseinander, was übrigens immer noch zu weit auseinander ist, das gebe ich ja zu. Aber ich werde das jetzt nicht mehr ändern. Das bleibt jetzt alles so, wie es ist. Denn irgendwann muss man auch noch mal eine Grenze ziehen. Vielleicht werde ich jetzt sogar noch ein paar Lampen hinsetzen. Ja, da seht ihr das schon. Gleis ist abgetrennt. Wie gesagt, das wird das neue Lost Places. Also das neue tote Gelände vom Bahnhof. Und da werde ich dann natürlich auch jemanden hinstellen mit dem Fahrrad. Und vielleicht auch noch die Bahnpolizei und so. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Die gerade denjenigen hops nimmt, weil er da nichts zu suchen hat. Im Bahngelände. Ah. Nee, ich werde das auf jeden Fall so gestalten. Lasst euch überraschen. So, gut. Und da haben wir den Anbau. Ja. Da war er dann da, der Kumpel, und hat das Brett angebracht. Ich habe die 215 Grad Weichen eingesetzt und konnte dann endlich diesen schönen Bogen bauen. Es ist immer noch eine zweite Dreifachweiche drin gewesen. Die habe ich ja dann, glaube ich, später rausgeschmissen. Und da sind jetzt normale Weichen drin. Es ist nur noch eine Dreifachweiche drin. Die werde ich wahrscheinlich irgendwann auch rausschmeißen. Aber jetzt ist es erst einmal egal. Jetzt bleibt das erstmal alles so, wie es ist. Also wie gesagt, der Anbau ist jetzt dran gekommen. Und ich habe das dritte Gleis gelegt. Ja, so sah das dann aus. Ja, dann habe ich hier aus dem Gleis, das habe ich rübergezogen. Das ging ja vorher hier drauf. Habe es rübergezogen, also nicht das, sondern das Außengleis habe ich rübergezogen. Und das zweite Gleis habe ich einfach zum Abstellgleis umdekoriert. Ja, hat ja auch gut funktioniert, sieht auch sehr gut aus und bleibt auch so, wie es ist. Wird also nichts mehr geändert. Ja. Das ist nochmal die Gestaltung mit der Kurve. Dann habe ich das hier schon fertig eingeschottert gehabt, zum Teil. Und die Straßenbeleuchtung installiert. Na, natürlich mit Hilfe, ist klar. Ihr kennt ja die ganze Geschichte, wie oft der Stefan hier gewesen ist. Ja, Freunde, das war jetzt Teil 1 dieser kleinen Spezial. Oder diesen Spezial. Und Teil 2 folgt gleich. Ich muss nämlich jetzt erstmal den Akku wechseln und dann geht es im zweiten Teil dann weiter. Also bis gleich.